Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Cyanide in Happiness Freakpocalypse. Wir haben den Schultag beendet und... schade. Ich dachte, der hätte jetzt Feierabend gehabt und wir hätten mal an seine Spielecke gehen dürfen, oder gehen können. Und wir wollen jetzt aber auch mal die Stadt erkunden. Hier hat sich anscheinend auch nicht wirklich was verändert. Gehen wir los Richtung Stadt. Was erwartet uns hier noch? The 40s, Bios, Bean Friend. Road closed, Detour. Können wir in das Haus. Na, hier können wir nirgendwo reingehen, ne? Doch hier. Das sieht doch aus wie unsere Omi. I don't wanna look in there. There could be dead bodies inside. Ja, wieso können wir zu dem hingehen? Oh, guck mal hier. Hier können wir auch rein. Ah, wunderbar. Wir haben hier auch noch jemanden stehen. Was haben wir da? It's a pornographic braille magazine. At least, I think that's what it is. It sure feels dirty. Können wir das mitnehmen? Oh nein, das... Porn for the blind? Wait, isn't looking at porn what makes you go blind? I'm so confused. Oh no. Knock, knock. It's a pornographic braille magazine. At least, I think that's what Ach, Braille, jetzt verstehe ich das erst. Jetzt verstehe ich den Witz erst. Ah, Braille-Schrift. Scheiße. Ja. Kennt ihr diese Übersetzungen? Wurde immer so, also gab es mal ein Video von, ging durch die Social Media, also sozialen Medien, durch Facebook und Co. Wurde immer so, Oh ja. Ungefähr so stelle ich mir das vor, nur in blinden Schrift. Right now I need to focus on getting that free cheese pizza from Rod's. So, ist das unser Haus hier? I hate these stupid flamingos. Grandma thought they'd make me feel better after the dog died. Oh Mann. Das ist sehr traurig. Was ist denn hier die Gartenzwerge, können wir nicht angucken? Ja, machen wir doch. Rumor has it there was an underground stingray fighting ring in this house. I didn't even know that was a thing. Legale Stachelrocken. Können wir da hingehen? Thanks, but I'll stick to the homes I actually belong in. Wait, do I belong in any homes? I'm not so sure these days. Ja, anscheinend nicht. Doch, zu dem einen Haus gehörst du ja. Hier auch. Oha. Der sagt mir sogar noch was aus den alten Cartoon-Filmen. Wir gehen trotzdem jetzt erst... Das sieht wild aus. Wir gehen trotzdem erst einmal... hier lang. Doing bad things. Stop embezzling embezzlement. Where's the money? Ich muss ehrlich sagen, sie sieht aus oder eher wie eine Karen. Ich würde aber gerne mal wissen, was embezzling heißt. Ich glaube, ich google das nachher mal. Und lass mal das übersetzen. Geil. So, der hat einen Regenschirm auf dem Boden. Den können wir bestimmt irgendwie nehmen. Yummy Ice Cream. Nice. Nicht so nice. Das ist anscheinend... I can look at him, but luckily he can't look at me. Das ist böse. Hier kommen wir nicht lang. Downed wires make kids dyers. Kids are zapped dead all the time in this town. Maybe that awful safety slogan is why. Na gut, können wir mit ihm denn... Er ist blind. Was macht er jetzt? Was macht er? You can't just touch a blind guy. They'll freak out. Ja gut, er ist vernünftig. Wir gucken auch nochmal den Hund an. Good boy alert. You're not supposed to pet a service animal. Oh, auch vernünftig. What up, dog? Oh, das ist so süß. Wir sprechen mit ihm, weil ich habe irgendwie so das Gefühl, wir haben da was gerade aufgehoben, was ihm vielleicht gefallen könnte. Nice day out here, isn't it? How the hell should I know? I'm blind, you little shit. No, I meant it feels nice with the warm, sunny weather and all. I haven't seen the sun since I was a boy. So, thanks for bringing up that painful memory. Oh, Alter. Wie sind Sie blind geworden, wenn ich fragen darf? Das ist ein netter Hund. Wie heißt er denn? Kann ich mir Ihren Hund ausleihen? Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Okay. So, how did you go Gehen wir von oben. If you don't mind me asking. Runter nach I went blind the same way all people go blind. Which is? Masturbating. What? That's a real thing? I thought it was an urban legend.
Well, it was pretty legendary. It all started when I accidentally shot one right into my eyes. The sperm impregnated my eyeballs, and they exploded when I carried my pregnant eyes to full term. This is officially my least favorite conversation of the day. Day ain't over yet, kid. Oh Gott, Das ist ein netter Hund, wie heißt That's a nice dog. What's his name? Dog? This thing's a dog? The guy who sold it to me said it was an ostrich. Bastard ripped me off. Holy crap, that's so mean. How could he take advantage of you like that? People are the worst, I swear. If I had the power, I'd wipe... I was joking, you idiot. You really think all us blind folk are that helpless and gullible? No, but I'm starting to think I am. Sounds about right. Das Schlimme ist, ich kenne, also, ne, ich kenne auch, oder ich habe schon mal Blinde getroffen. Öfter. Und die sind jetzt nicht so unfreundlich, aber die sind schon, es gibt viele, die sind sehr sarkastisch mit ihrer Einschränkung, sag ich mal so. Obwohl die Leute das teilweise gar nicht einschränkt. Can I borrow your dog? Borrow my dog? Are you blind too? No. Then why would I ever let you borrow old Duke? Because some bullies swatted my house recently and the SWAT team accidentally shot my dog. Why in the hell would I let you borrow my dog if you can't even keep your own dog alive? Harsh, but fair. Oh Mann, alter Coop, du hast es nicht leicht hier, ey. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ich habe irgendwie so eine Ahnung. Sure, you can give me a sensual massage or an erotic lap dance. I was thinking of something less creepy, degrading, and frankly, less illegal. Look, kid, it's been a while since I've been able to get some stimulation happening in my root chakra, if you know what I mean. If you're not gonna do it, find me a massage or a magazine or something. Ja. I'll keep my eyes open, I'll see what I can do. Okay, man sieht sich später. See you later. See? You'll see me later, you asshole. I'm sorry, I didn't mean to. Got you again, TV Shades, oh, das, Das ist auch nicht schlecht, der Name ist TV Shades. Anspiel auf TV Wonder und Shades. Schatten, glaube ich, irgendwie so, oder Töne. Aber halt bezogen auf seine Krankheit. Was haben wir denn als Aufgabe? Ja, das ist gar keine Aufgabe, aber... Check it out! I found you a Braille Holy shit, kid! This is the latest issue of Busty Braille Babes! Yeah, great. I'm glad you're happy. Happy? I'm more than happy. Here, feel this page. I really don't want to. I said feel it. Okay, fine. I did it. You happy? Congrats, kid. You just got to second base. Really? I didn't know second base felt so sticky. Now, if you'll excuse me, I've got some reading to do with both hands. Oh, Ist er tot? Briefmarke. Ist ja tot, dann haben wir einen neuen Todescount. Holy crap! I hope the postal service has a good medical plan for this dude. Ist er wirklich tot? I think I've caused enough damage here already. What's wrong? Didn't you say you were into dogfighting? Der hat ja gar nichts gesagt. Wir konnten nicht mit ihm reden. Shit. Schade. Damn. I didn't know seeing eye dogs can also blind people. Guess that's one way to stay employed. Er vergräbt ihn auch noch, Alter. Das ist You're not supposed to pet service animals, especially vicious ones that could clearly tear your hand off. Da hast du vielleicht recht. Sit, stay, good dog. Oh, das ist trotzdem ein ganz Feini. A good old-fashioned mailbox. Without knowing much about the postal service, I can only assume it's connected to all other mailboxes through a series of pneumatic tubes. Ah, das ist ein feiner Hund. So, können wir da irgendwas mitmachen? A bunch of paper cuts. Now I look like that bloody version of Jesus. Papierschnittkörper, Papierschnitt. Dings. Was war das? Kopfbedeckung oder sowas? Besser als der Penis, aber Na gut. Da haben wir wieder ein Kostüm gefunden. Sehr nice. So, den Blinden haben wir jetzt geholfen. Das ist hier Mother Cluckin' Chicken Rotz Fick Pizza. Da müssen wir auch noch rein. Da haben wir ja noch den Coupon für. Fick Newtons are alright, I guess. I spent... $75 to put this here. Okay.
Okay. Ich musste gerade überlegen, ich hatte gerade voll den Blackout. Anthony plus Bonnie. Good news, Giovanni has prepared your stuff in the next chapter. Move left to claim your reward. Schweinerei. Looks like someone left a message for me. Or anybody else that reads it, I guess. I walk left and lose 10 gullibility points. Hm. Scheiße. Hat mich gekriegt. Was haben wir hier? It's a valet cart, where they keep all the keys and other stuff they steal from people's cars. Oh. Nah, my ride doesn't require keys, because my ride is my feet. Ja, okay. So, wir haben auf jeden Fall hier noch Telepath. Das ist das, wo wir auch hier noch hin müssen. Aber ich würde sagen, wir gehen da mal von Anfang an. Guck mal, was es hier überhaupt noch so gibt. Das erinnert mich auch so ein bisschen, natürlich nicht hier vom Kampfsystem, also ne, nicht damit, sondern so ein bisschen aber an South Park. So, hier haben wir auch noch was. Oh, eine alte Tanke. Nice. Regular 525, unleaded 800. Das, da weiß ich nicht, was es zu bedeuten hat. So, wollten wir die Briefmarke natürlich auch nochmal sehen, ne? So, was haben wir hier noch? Kommen wir hier rein? Ne. Hier haben wir einen alten Lappen. A dirty rag that's been used and discarded like a cheap one-night stand. Wish somebody would use me. Alter. For prom. Was Vergleich. Thanks, but I'm not doing any oil changes today. Na gut. So, wir haben da eine Dose noch. It's an energy drink. The fuel for sleepy peepers. Können wir den mitnehmen? That's not mine. Besides, what if they have mouth herpes? Ja, gut. Ne, ja, gut. So, aber hier ist sonst nichts, ne? Wir haben hier noch Öl. Gucken wir uns noch alles an, aber nicht jetzt. Also wenn wir uns jetzt alles angucken, wäre ein bisschen viel. Können wir da hinten hin? Da hinten können wir leider nicht lang. He who controls the milkman controls the world. Okay. Interessant. So, wir gehen einfach mal der Reihe nach. Und der Reihe nach bedeutet, da wir von hier kommen. Gucken wir uns erstmal an, warum das hier geschlossen ist. Placement for a detour sign. I'm not gonna go down into the sewers. Ja, stimmt eigentlich, ne? Weird. There's a kid down there in a yellow raincoat. Oh Gott, das ist eine Anspielung auf S. Geil. Nah, touching a storm grate really isn't great. Ich will gucken, da kriegen wir nicht irgendwie S-Kostüm, das Pennywise-Kostüm? Ach Mann, schade. Das wäre so gut gewesen, hätten wir ein S-Kostüm da rausbekommen. Oh, ey, das ist aber ärgerlich. Hm. Na gut. Was soll man tun? Gehen wir mal hier hin. It's a mailbox. You can tell by the way it is. Not my mail, not my concern. Okay. So. Ach, guck mal hier. Ach, hier, warte mal. Hier ist noch eine Fliegenfalle. Complete with a bunch of dead flies stuck on it. Nasty. Auf jeden Fall eine ganz tolle Sache. Wir können den mitnehmen. Flypaper causes autism, so I'm just gonna take it away for you. Good work. I'm not vaccinated for nothing. Stop, Rob. It's flypaper, ich liebe es. Complete with a bunch of dead flies stuck on it. Nasty. That's Mr. Anthrope. Everyone says he's a conspiracy theorist nutjob. Ja, hab ich gerade gemerkt. Alter, wie er sich einfach bedankt, dass wir ihn das Ding da abgezogen haben. Oh, das sind Zigarettenkippen, oder? Sind das seine Zähne? It's a jar full of human teeth? What the fuck? Oh well, moving on. Widerlich, Alter. Widerlich. Those aren't the butts I want to be touching. Oh, der war schlecht. No thanks. I have all my teeth and I want to keep them. Gut, wir reden jetzt mal mit Mr. Anthrope. Mit Mr. Anthrope. He feels hungry to the touch. I have no idea how I know this. Okay. I don't have time to sit around talking about the lizards that run our government while producing toothpaste used for mind control. Hm. Können wir echt mich mit dem reden? What? Plants being held captive on the windowsill. Die Pflanze erinnert mich an SpongeBobs Erdnusspflanze. No, these could be poisonous. You never can tell with guys like these. Okay. So, hier können wir auch nicht rein, ne? Hm. Was haben wir hier noch? 209. That's the house address. And coincidentally, the exact same number of times Ken has pulled my pants down in front of our gym class. Oh, Alter. This week. Feels like numbers. Na gut, wir können hier nirgendwo rein. Wir sind also nur für das Fliegengitter hier gewesen. Hm.
Dann gucken wir uns doch mal den Dude an. I think this guy might be a cop. Tja, okay. Patted him down, but I didn't feel a wire. He's clean. Alter, er tastet einfach die Leute ab und die einfach so. Okay. Howdy, partner. I'm. Beat it, kid. Wie heißt er denn? Nguyen? Ahoy there. Say, do you? Whatever you're Den selling, Nguyen. I'm not buying. Okay. And a good day to you. Not now, not ever. Na gut, er hat nicht viel zu sagen. Was ist denn mit dem Dude hier unten? Können wir mit ihm hier, können wir auch nicht hin, aber können wir mit ihm reden? I'm pretty sure he penciled in that awful looking mustache. I'm still jealous though. His mustache feels kind of fake. Ist er echt mit dem Edding oder so einfach ein Bart reingemalt oder was? Mind if I walk up and start talking to you out of nowhere? Of course I mind. Can a guy construct a devious plot and piece? Ein heimtückischer Plan, wie kann ich helfen? Mit wem gehst du zum Schulball? Mit seinem Schulball, ne? A devious plot, you say? Well, I guess it's more of a deviant plot. Prom is coming up, and anybody who's anybody has a prom date. People keep saying that. And I'm definitely a somebody, so no problem there. But my problem is, I'm not allowed in Circle J because they caught me shoplifting corn dogs. And now that furry idiot won't let me inside his stupid store. So what you're saying is you need corn dogs for prom? No, dipshit. Condoms. I need condoms for prom. And Circle J sells the only condoms I use. What kind of condoms? Extra thick. Extra thick? Sounds painful. Damn straight. The pain keeps my libido going all night. Oh, I might be able to help you with that. Helping people is sort of my thing. If getting me things for my thing is your thing, then I think we can make something work. If you get me those condoms, consider me helped. Okay, wie kann ich helfen? Ja, wissen wir, Kondome holen. I need you to go into the Circle J and buy the condoms for me. Can't you just get condoms at the gas station? Nope, they caught me stuffing my jacket with lollipops. Okay, what about the grocery store? Can't. I got caught stealing kebabs, and now I'm banned. What the fuck, Alter? You sure like stealing. There's two things Jimmy loves. Stealing and stick-based consumables. So, are you gonna help me get this condom or not? I'm broke. Alright, well, I don't usually go around paying for things, but here's some cash. Wow, $1.14. What an oddly specific amount. Yeah, that's right. And keep the change. And don't tell anyone I gave that to you. I've got a reputation to maintain around here. Okay. Sure. Thanks for the cash. Erhaltene Aufgabe nicht ohne meine Kondome. Ja, das ist aber vernünftig. Ja, das ist vernünftig. Das ist ja nicht nur wegen Kinder, sondern auch wegen Geschlechtskrankheiten. Ich habe mir was ganz anderes vorgestellt. Okay, wir haben hier einen Laden. Oh, hier sind Tanks. Propane and propane accessories. Okay. Why? I'm not having a barbecue. Ja, gut. Okay. So, wir sprechen erstmal mit ihr, komm. Oder just mit ihm. Average, everyday Fox boy running a cash ihm, register. Mit ihm. Können wir da irgendwas machen? I don't know where he's been. Also, willst du nicht streicheln, okay? Welcome to Circle J. Kurt Livingston. Human male. How may I be of assistance to you? Cisgender, okay. Also, ich kenne mich damit überhaupt nicht aus. Deswegen ist eher eine Frage, was das ist. Warum bist du als Fuchs verkleidet? Kann ich mit deinem Vorgesetzten sprechen? Eine Packung Kondome bitte. Willst du mit mir zum Schulball gehen? Ich verabschiede mich. Halt den Schwanz hoch. Oh Gott. Why are you dressed as a fox? Ja. I'm not dressed as a fox. I'm a pyrofox. And my boss won't let me wear my tail at work because he says it's a fire hazard, even though I'm a pyrofox. I'm like, boss, I've acquired increased speed, agility, and flame-proofedness, and he still doesn't listen. That's a long answer. Okay. These will look great on me. Oh, if pelzige Ohren. So myself. Nächstes Kostüm erhalten. Nice. I'm back for more. So, kann ich mit deinem Vorgesetzten sprechen? Can I speak to your manager? Actually, my manager isn't here right now. Alter, he told me that he was das ist anstrengend. Around me. But one day I'll level up and become manager and I'll make everyone wear a tail. Oh Gott. Boah, das ist anstrengend, wie der redet. Den Synchronsprecher, der ist mir jetzt schon sympathisch. Alter, da kannst du. Also tut mir leid, ich kann da nicht lange zuhören. Eine Packung Kondome bitte, willst du mit mir zum Schulball gehen? Was ist das denn hier eigentlich? Willst du mit mir zum Schulball gehen? Eine Packung Kondome bitte. Condoms,
What species? Original, I guess? Original? You mean human? I'll need to see some identification, because you need to be at least 18 in human years. What? Warum das denn? Dog years, or 149 in fox years to purchase condoms. I don't have an ID on me. Actually, my manager says I can't sell condoms to minors anymore after the fire. I can offer you some of our flavor Diva cups or a sponge. Nee, das brauchen wir nicht. On that offer. Also willst du mit mir zum Schulball gehen? Will you get a prom with me? Actually, I can't. Oh Gott, das ist wirklich anstrengend. From two different worlds. I'm from the forest planet Iridesh, and I could never be with a cisgender human male from Earth. But I'm a level 12 high schooler. I have to be honest, I just think you're kind of lame. That breaks my cisgendered human heart. Okay. So, halt den Schwanz hoch, Junge. Happy tails. Ah, das ist for real. See ya. Oh, ich hasse sowas. Okay, hier haben wir die Kohle. Was haben wir hier? Aufgaben. Ja, da haben wir... Oh, ich wollte gerade sagen, man muss hier drüber sein, um zu scrollen. Besorge die Kondome im Circle J. Kostüme. Wir können ja einmal was ausprobieren. I'm back for more. Na, kann man nicht. I'm gonna go. Ich dachte vielleicht, wenn wir die Ohren anhaben. Warte mal, hier kann ich ändern. Ich dachte, wenn wir die Ohren anhaben, dann könnten wir vielleicht andere Gespräche mit ihm freischalten. So, haben wir die Auge auch mal gesehen. Ja. Was haben wir denn hier noch so rumfliegen? Donuts, also ganz viel zum Angucken. A super slurper machine. Just grab a cup and fill it up. Also ich. I'm not just gonna pour it into my hands. Ja gut, wir brauchen einen Becher. Haben wir einen Becher? Ne, haben wir noch nicht. Schade. Können wir hier einen Becher rausnehmen? They come in all sizes. Small, medium and Midas. Und zu viel. Ah, wir haben einen Becher. One cup, primed and ready to be filled with super slurper goodness. Ja, nehmen wir doch mit und füllen mal auf, ne? Sehr schön. Bring on the brain freeze. Mit dem Hirnfrost. So, hiermit können wir nichts mehr machen. Wir können es nicht nochmal nehmen. Was ist das hier? I heard that a kid ate two bags of these and died of dehydration. Ach, Salt Chips. Ach, jetzt verstehe ich's. Also sagt er zu no jedem words. Was anderes? So good, it'll make your legs numb. Alter. Hier sind Batterien. Dead batteries. Free of charge. Ladenhüter. Hier sind Peach. Getrocknete Pfirsiche oder sowas. Gross. A bag of peach orgasms. Pfirsich-Orgasmen. What the hell, Alter. Instant coffee packets. The directions read, just add coffee, water and heat. Coffee, water and heat sold separately. Ja. Gut, hier haben wir... Oh, hier haben wir noch Midas. Midas condoms. I bet you'd come in handy sometime soon. I feel like that has more than one meaning. But what could it be? Ja, How the heck am I gonna take these condoms with me when I can't buy them? Ja, Excuse okay. me. Do you think you're leaving without exchanging currency with me? Because that would be a crime. Whoops! You can have it back. I'll see myself out. Haben wir jetzt nichts mitgenommen? Jo, tatsächlich. Also wir müssen auf jeden Fall auch das Getränk bezahlen anscheinend. Aber dann will ich erstmal wissen, wofür wir das brauchen. Was ich jetzt mache, ist mal zurück zum Vincent. Denn wir haben jetzt ein bisschen Kleingeld und könnten ihm vielleicht noch ein bisschen was geben. Dann können wir auch schon mal die Nebenquest mit Jake abschließen. So, und Vincent war nämlich in der Cafeteria. In der Cafete. So, mein Freund. Dann wird es Zeit für dich hier mal die Fliege zu kratzen. So. Swing and a miss. Ach so, okay, ja gut. Wenn wir es auf den Automaten machen. Ja gut, ich habe gedacht, es wird gehen. Schade. Ich meine, ist ja naheliegend. Ne? Bedroht die immer noch den Schüler? Sie bedroht immer noch den Schüler. Ach so, wir sind in der Bücherei. Ich finde das komisch, dass sich der Winkel verändert, je nachdem, wo man reingeht. Und dann wiederum überlege ich wirklich,
Ah, der Winkel verändert sich gar nicht, ne? Wieso kommt mir das so vor? Mir kommt das so vor, als wäre der größer. Naja, okay, vielleicht ist das wirklich nur Einbildung. Weil die anderen Sachen alle nicht so sind. Ja, aber wir brauchen hier, glaube ich, auch erstmal nichts mehr. Ich weiß noch nicht. Wir müssen mal gucken. Wir müssen mal gucken, wo wir noch ein paar Sachen herkriegen. Dann werden wir noch mal ein bisschen durch die Stadt gehen und ein paar Leute ansprechen. Das klappt ja bis jetzt eigentlich relativ gut, um Quests, Nebenquests und was weiß ich nicht, was zu bekommen. So, mit denen haben wir gesprochen. Was können wir eigentlich mit den Autos machen? You're not gonna believe this, but there's an average everyday car parked on the side of the street. Somebody alert the press. Nee. Um Gottes Willen. It's always nice to stop and smear my hands on all the car windows. So, hier sollen wir auch noch nicht hin, weil wir eine Gratis-Pizza kriegen. Wisst ihr was? Gehen wir mal zu ihm. Oh, guck mal hier. Susie, I don't know who you are, but you named your dog Legolas. No wonder he ran away. Alter. As much as I'd love to break the hearts of people Legolas. Searching for their lost pet by tearing down their signs, I think I'll let this one slide. Den habe ich jetzt erst gecheckt. You kind of remind me of my old dog Scooter. Mostly because you're gone forever. Oh, das ist traurig. Das ist wirklich traurig. It's a baseball bat. Was? It's a baseball bat. Beliebt bei Bullies auf der ganzen would, Welt. But it's out of my league. Okay, kurz am Abkratzen. Wir reden sofort right mit ihm. I need to focus on getting that free cheese pizza. Ach so, ja, hier ist ja unsere Oma. Ja, nein, das wollte ich nicht. Da können wir nicht rein, aber wir reden da mit ihm, komm. Just a regular mild-mannered dad. Nothing remarkable. Mit Haikopf, Alter. Ah, ich liebe es. Shark Red Shirt. Ja. Das ist mega nice. Ne, warte mal, das war ja nur Shirt, ne? Ah ne, das war doch auch Kopfbedeckung. Ja, nice. Aber ich feiere das. Ich kenne diesen Charakter, also wie gesagt, ich bin jetzt nicht mehr der Insider. Ich habe die Sachen früher gerne geguckt. Jetzt nicht mehr. Ne, ich habe schon lange auch nichts mehr davon gesehen. Ich bin ehrlich. Aber ich kenne es immer noch und ich fand das Spiel einfach. Und ich habe, was ich halt so in ein paar Trailern gesehen hatte, einfach grandios. Aber er kommt mir sogar noch echt bekannt vor. Hi, I'm Coop and I just wanted to say that I. Please don't interact with Shark Dad. Haben Sie etwas verloren? Rein aus Neugier, wo kommen Sie her? Willst du mit mir zum Schulball gehen? Wie haben Sie sich den coolen Schnurrbart wachsen lassen? Did you lose something? Just my son Billy. Don't know where he ran off to. Probably working on a surprise for his old dad. Okay. Out of curiosity, where are you from? I'm a Cinetropolis native. Why do you ask? Something seems different about you. Can't quite put my finger on it. Maybe it's the tie. Let's go with that. Yeah. Oh. Hi, hey. Willst du mit mir zum Schulball gehen? Will you go to prom Wir fragen einfach jeden. I appreciate you thinking about me, but I'd rather not. Why not? Billy doesn't want me to start dating again. It makes him uncomfortable. And I don't think you'd make a very good mother for him, despite your figure. I just want somebody to go to prom with me. No strings attached. I'm afraid I'm not emotionally available. Or physically. Or maritally. Or maritimely. Or... Okay, I get it. Oder maritim. Okay. How'd you grow that sweet mustache? Oh, that? I just rub a little chum on the old upper lip. What's chum? Is that like some kind of special mustache oil? Sure, you could call it that. Nice. Where can I get some? I've been trying to grow a mustache for ages, to no avail. It's not sold around here. It comes from overseas. Damn, oh. Must be fancy. Das ist auf jeden Fall richtig tolles Zeug, dieses Wix. ich verabschiede mich. Man sieht sich nachbar. I gotta get going. See you later, neighbor. Please don't. Please don't what? Please don't see me later. Ah, yes. Nothing signifies the coming of spring like blue bushes with yellow flowers blooming. I guess. Könnte was mitnehmen. Achoo! God damn it! Ah ja, der hat ja eine Allergie. I'm allergic to this one too. Der hat ja eine Allergie dagegen. Können wir hier was machen mit jetzt? Intended to be used for sending and receiving ja, das weiß ich. Typically used as target practice for high school students with baseball bats. Oh. Ich sehe da einen Zusammenhang. No way. What if it's full of bills? I don't want to pay for those. Ich glaube, so funktioniert das nicht. Oh, Moment, da am Baum, da stand Billy. Was könnte das damit auf sich haben?
Drumroll, please. It's a tree. Ja, haben wir schon so ein bisschen gesehen, aber ich wollte gucken, was da draufsteht. Don't tag this tree by carving his name into it. I've met Billy. I think he's a sadist. Ein Sadist? What the hell? I'm not gonna pick up a fucking tree. So, dann werden wir mal Billy auch suchen, würde ich sagen. Ja. Ist doch auch... Ah ne, ist eine Trophäe. Die gucken wir hier. Hi. Führe ein Gespräch mit Shark Dad. So, ich würde auch sagen, wir führen mal Gespräche mit den Leuten hier. He looks pissed off. See how observational I am? Komm hier, wir können hier durch. Wir können nirgends wohin von hier, aber wir können hier durch. What you protesting? It's more like what aren't we protesting? For starters, the pollution in this town has become overwhelming. I wouldn't even describe the air as a gas. It's almost like a solid. It is kind of weird that you can chew the air here. Exactly. Das ist wirklich ekelhaft, Alter. Was zur Hölle? Glaubt ihr wirklich, dass dieser Protest etwas erreichen wird? Do you really think this protest is accomplishing anything? How else are we going to call attention to how underfunded the school and entire town are, yet a small percent of the population seems to be doing extremely well? Like who? How about your own Principal McNally, for starters? He seems to be living a nice, cushy lifestyle these days. That's true. His chair probably costs more than my parents' funeral. Explain to me how teachers have to buy their own classroom supplies, yet he gets to enjoy luxuries like fancy chairs. I guess I can't. Neither can we, so that's why we organize and protest. Müsst ihr nicht zurück an die Arbeit? Don't you have jobs to go to? Of course not. That's just what the man wants us to do. The man wants us all to have jobs so he can subjugate us and break our spirit. Well, not on my watch. Take that, the man. Oh Gott. So, are you anarchists or something? Ja, er liest es ja auch vor. Nah, we're not that organized. Is there anything I can do to help? It's best you just stay in your room. We all need to leave less of a carbon footprint. Even one kid like you could end up destroying this entire town if he's not too careful. That'd be crazy. Okay, kann ich mitmachen? Das Marschieren und Brüllen sieht ganz lustig aus. Can I join in with your protest? The marching and yelling looks kind of fun. Absolutely not. Why not? We're also protesting other protesters. I'm so confused. Okay, ich verabschiede mich dann weiter und viel Erfolg. Keep fighting the good fight. Mit den anderen sprechen wir auch noch. Aber da würde ich auch sagen, machen wir das in der nächsten Folge, denn hier an der Stelle mache ich mal einen Cut und würde sagen, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.